Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 20. September. Gut, beginnen wir gleich mit dem Vortageschart. Wir hatten am Vortag die Aufwärtsbewegung letztendlich durchgeführt, sind über die Marke von 12.430 Punkte angestiegen, unsere rote Markierungslinie, die den Beginn des Short-Bereichs markiert hatte, und sind dann hochgelaufen bis 12.470 Punkte ungefähr. Da wurde das Tageshoch erreicht. In Folge ging es dann wieder runter. Und nun kommt es darauf an, ob wir hier in diesem Bereich um 12.430, 12.480 Punkte einen Doppeltop bilden, einen Verlaufshoch bilden können und in Folge dann wieder nach unten abdrehen und vor allen Dingen dann auch im großen Bild langfristig nach unten abdrehen und die beiden hier offenen Gaps, die ich hier mit ovalen Kreisen eingezeichnet habe, bei 12.292 Punkten und 11.957 Punkten anlaufen und diese Gaps dann letztendlich schließen werden. Wir sind aktuell noch im Aufwärtsmodus, im Longmodus. Der Kreis ist seit 12.430 Punkten wieder blau und zeigt damit steigende Kurse an. Sollte der sich wieder auf rot ändern, also wir wieder in den Shortmodus drehen, werde ich das sofort unter dem YouTube-Video im Kommentarbereich dann mitteilen. Wir sind davon ausgegangen, dass wir hier nach dieser bullischen Umkehrformation am Dienstag einen erneuten Hochlauf haben werden, der dann höchstwahrscheinlich bis 12.460 Punkte reichen würde. Und ich hatte diese Marke am Vortag noch einmal leicht erhöht von 12.460 auf 12.470 Punkte, wo dann auch in etwa das Tageshoch erreicht wurde. Nun muss eben geliefert werden, nun muss der DAX eben wieder nach unten abdrehen, der Indikator von blau auf rot drehen, damit wir noch ein weiteres Signal für eine weitere Abwärtsbewegung haben. Und dann muss die Marke von 12.400 Punkten in einem ersten Schritt fallen und das offene Gap dann bei 12.292 Punkte geschlossen werden. Gut, dann wären wir mit der Charttechnik für den heutigen Freitag schon durch. Da hatte sich an der Lage eigentlich auch nicht mehr viel geändert. Es lief bisher auf jeden Fall alles nach Plan. Ein Hinweis noch für den heutigen Freitag. Wir haben heute einen dreifachen Verfallstermin, den dreifachen Hexensabbat. Diese Verfallstermine können, das ist nicht immer der Fall, aber hin und wieder ist es der Fall, können für einen Richtungswechsel stehen im Markt. Also nach einer langen Aufwärtsbewegung könnte nach einem Verfallstermin eine Abwärtsbewegung folgen, die möglicherweise dann schon am Freitag, am späten Nachmittag beginnt oder in Folge dann am Montag in der kommenden Woche. Wichtig ist eben, dass wir die Marke vor allen Dingen von 12.530 Punkten nicht mehr erobern, aber nachdem wir nun am Vortag bei 12.470 Punkten wie erwartet nach unten abgedreht sind, sollte nun bereits ein Hochlauf über 12.470 Punkte eigentlich nicht mehr stattfinden und würde wahrscheinlich schon wieder auf neue Stärke hindeuten und darauf hindeuten, dass wir dann auch den Widerstand, den wir zuvor immer genannt hatten, bei 12.530 Punkten dann auch überwinden werden. Der DAX muss nun fallen und ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende, viel Erfolg im heutigen Handel, Short-Positionen eng absichern und Glück auf!